Das dritte Achtelfinale bei den Gary Weber Open 2014. Kei Nishikori immerhin auf 4 gesetzt in diesem Turnier gegen Gael Monfils. Er hatte gestern Benjamin Becker 6:1, 7:5 geschlagen. Der Japaner kommt mit einem Freilos ins Achtelfinale. Erster Service für den Japaner. Ist ja dieses Jahr das erste Mal unter die Top 10 gekommen. Platz 9, jetzt aktuell Platz 12. 1,78 groß. Und ein richtiger Superstar in Japan. Der erste Japaner, der es geschafft hat, in die Top 10 der ATP vorzudringen. Aber hier sieht man auch, das Spiel könnte schwierig werden. Die große Reichweite des 1,93 großen Franzosen hilft natürlich. Hier schiebt er den Ball gerade noch ins Feld. Nishikori holt sein erstes Aufschlagspiel und Monfils hat Schwierigkeiten. 0:30 hinten, jetzt 15:30. Er lebt ja auch von seinem ersten Aufschlag. 15:40. Da der Vorhandfehler. 15:40. Gleich im ersten Spiel 2 Breakbälle für den Japaner. In diesem Jahr schon in Madrid das Finale gegen Rafael Nadal spielte. Zwar verlor, aber sich gut vorbereitet hat, schon seit über einer Woche hier in Halle ist und auf Rasen trainiert hat. Und so schnell kann es gehen. Die Vorhand landet im Aus. Erstes Break für den Japaner. Der holte in der Folge alle Aufschlagspiele, seiner eigenen und die des Franzosen. Und liegt hier mit 5:1 im ersten Satz in Führung. Und dann diese Vorhand. Gut vorbereitet eigentlich vom Franzosen. Aber die Antwort des Japaners wieder ein Stück besser. 30:0. Noch 2 Bälle zum Satzgewinn. Jetzt fehlt nur noch einer. Bei ihm sieht alles immer sehr lässig aus, aber hochkonzentriert, auch in dieser Phase. 3 Satzbälle. Spiel und erster Satz. Und hier verspielt er den Satz. Eigentlich ohne Not. Das ist Michael Chang, der sich seit ein paar Monaten um den Japaner kümmert, ihn taktisch auch hier auf das Rasenspiel eingestellt hat und bisher alles richtig gemacht. Erster Satz für Kei Nishikori, zweiter Satz. Andere Bilder. Ein ganz ausgewechselter Franzose, angriffslustig. Mit einem Break vorne, 5:3. Und hat jetzt wiederum die Möglichkeit, mit seinem eigenen Aufschlag den Satzausgleich zu erzwingen. Wieder einer dieser harten Aufschläge, knapp unter 200. 30:15. Auf dem Weg ins Viertelfinale, Fragezeichen. 2 Bälle noch zum Satzausgleich. Erster Aufschlag zu lang. Hat ja dieses Jahr schon Montpellier gewonnen. Und jetzt ist er dicht dran. 2 Satzbälle und dann wäre alles wieder offen. Und der verspielte erste Satz ausgeglichen. Natürlich wieder ausverkauftes Haus auf dem Center Court bei diesem Spiel. Monfils ist ja einer der Publikumslieblinge hier in Halle.
Diese Longline kriegt auch der wirklich schnelle Japaner nicht mehr. Satzausgleich. Alles wieder offen. Der dritte Satz muss entscheiden. Die beiden haben noch nie gegeneinander zuvor gespielt. Also auch kaum die Möglichkeit, aus der Erfahrung her Vorteile zu ziehen. Dritter entscheidender Satz. Breakball gegen Murphy, der sich hier nochmal den zweiten Aufschlag sichert. Und das war wirklich kein Schlag, das war eigentlich gar nichts. Den Ball nur irgendwie zurückgelöffelt. Und der Japaner mit viel Gefühl und einem sehr guten Stopp holt sich das Break. Jetzt liegt er vorne. 5-3. Eigener Aufschlag. 30-15. Kann Monfils nochmal kontern. Wieder so ein Stopp. Ist das schon sinnbildlich für das Match? Monfils geht zu Boden, rutscht da weg. Aber steht auch wieder auf. Aber irgendwie in der Leiste gezerrt. Und das ausgerechnet jetzt 40-15. Zwei Matchbälle für den Japaner und der Franzose angeschlagen. Hier sehen wir es nochmal. Er kommt zurück. 40-15. Und da rutscht er weg mit dem rechten Bein. Aber es geht weiter. Zwei Matchbälle für Kei Nishikori und seinen Trainer Michael Chang. Und gleich mit dem ersten Aufschlag und dem vertanen Return des Franzosen zieht er ein ins Viertelfinale. Tolles Spiel von Murphy. Glückwunsch an Kei Nishikori.